Hi, ich bin Ilka von Zierstoff und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Knoten hier einarbeitet. Der Rest ist nämlich relativ einfach. Es gibt ein ganz kurzes Video, kommt mal mit an die Nähmaschine. So, ich habe schon einiges vorbereitet. Das ist unser Vorderteil. Im Vorderteil ist hier ein Knips mit beinhaltet. Das heißt, ich habe die Vorderteile rechts auf rechts hier an der vorderen Mitte bis zum Knips zusammengenäht. Die Strecke von diesem Punkt bis zum Bohrloch müsst ihr mit der Schere nachschneiden bzw. in den Stoff noch einschneiden. Das habe ich auch schon getan. So, dann wird die Schulternaht hier geschlossen, und zwar das Rückenteil wird hier rechts auf rechts aufgelegt, wird hier die Schulternaht geschlossen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Da vorne bleibt 1 cm Nahtzugabe offen. Dann wird bei uns der Ärmel eingenäht, wie immer, Knipse passen aufeinander, die Seitennaht wird geschlossen und damit ist das Kleid eigentlich auch schon vom Prinzip her perfekt vorbereitet. So, dann habe ich jetzt hier meinen späteren Schalkragen, den habe ich jetzt hier links auf links zusammengebügelt. Hier entsteht dann logischerweise ein Bruch. So, und jetzt lege ich mir das Ganze rechts auf rechts hin. Jetzt lege ich mir den Kragen so hin, dass der Stoffbruch nach vorne liegt. Jetzt lege ich einmal das rechte Teil über das linke Teil drüber und lege mir das so hin. Das ist das, also das Teil hier habe ich jetzt drüber gelegt und jetzt muss ich das hochheben und das nochmal rüberlegen. Dann muss ich es nochmal drehen, so dass hier wieder zwei Stoffbrüche zusammenliegen. Also ich mache es nochmal, für alle nochmal zum Mitgucken. Also, ich lege mir das Ganze so hin, lege das rechte über das linke drüber, hebe das linke hoch, ziehe das rechte nochmal rum, so dass hier wieder meine zwei Stoffbrüche entstehen. Und da habe ich jetzt eben diesen Effekt, den Knoteneffekt. Jetzt liegen die ja hier so zusammen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die zwei Teile, lege sie mir rechts auf rechts zusammen und nähe die hintere Mitte jetzt mit einem geraden Stich fest und bügel die Nahtzugabe aus. Ich habe jetzt hier die Naht geschlossen und ausgebügelt. Ganz guter Tipp und auch macht das bitte zuerst, bevor ihr das schließt. Wenn ihr vorhin den Knoten genäht habt, also gelegt habt, dann steckt euch hier und hier eine Nadel, dass das hier nicht mehr auseinandergehen kann, weil ihr könnt das sonst noch mal ein bisschen in sich verdrehen. Ne? Also erst hier die Nadel stecken, wenn ihr den Knoten hier vorhin gelegt habt und dann die hintere Mitte schließen. So, dann ist es nämlich hier fixiert und dann seht ihr hier, das ist auch eben dieser ja, geknotete, gedrehte Effekt. So, und jetzt lege ich das Ganze auf das Rückenteil. So, am Rückenteil, Schulternähte aufeinander, kann ich jetzt hier meine hintere Mitte entweder einknipsen oder ich stecke mir eine Nadel fest. Jetzt stecke ich hier meine hintere Mitte auf die Naht des Schalkragens. So, jetzt muss ich auch hier nochmal gucken, dass ich das nicht verdreht. Das heißt, hier habe ich es mir ja vorhin gesteckt. Das sieht auch gut aus. Hier sind Knipse drin, die treffen hier auf die Schulternaht. Die stecke ich mir auch schon mal. Und dann stecke ich mir erstmal den Schalkragen hier rundherum fest. Und auf der anderen Seite auch. Das ist jetzt leider ein bisschen ein rutschiger Stoff, aber dafür fällt er nachher umso schöner. Also Schulternaht auf Knips. Hier ist ja auch noch 1 cm Nahtzugabe offen. Das kann ich jetzt gleich beim Nähen zeigen. Und dann starten wir an der hinteren Mitte und nähen das Ganze bis zum Knoten nach vorne ab. Bevor ich das mache, lege ich es mir aber nochmal hin, stecke mir das Ganze hier auch nochmal fest. Hier habe ich es mir ja vorhin schon festgesteckt und dann kann ich das Ganze auch hier nochmal an 2, 3 Punkten hier fixieren und schaue, dass ich das jetzt nicht verdreht habe. Ne? Wenn ich das jetzt später anziehe und nach oben klappe,
dass das Ganze dann hier entsprechend sauber drin liegt. Also ich starte jetzt an der hinteren Mitte. Hier ist meine Nahtzugabe. Da ist jetzt hier ein bisschen Nahtzugabe bleibt offen. Entweder schneide ich sie jetzt ein oder ich nähe hier drüber. Das kann ich mir jetzt überlegen, ne? durch die Ecke. Also es wird so eine Ecke genäht. Ich habe jetzt hier unser elastisches Seraflex-Garn eingesetzt. Und ich nähe jetzt hier über diesen Punkt drüber. Das kann ich jetzt bei diesem elastischen Stoff sehr schön machen. Und jetzt habe ich hier unten meinen Knoten. Und jetzt muss ich einfach versuchen, so nah wie möglich an diesen Knoten ranzunähen. Also ich habe 3 Stofflagen, 2 Stofflagen Schalkragen und 1 Stofflage Kleid. Sonst ziehe ich mir die Nadel nach und nach raus. Hier. Und gucke, dass eben meine Stoffkanten hier bündig aufeinander liegen. Und am Ende kann ich gegebenenfalls auch nur mit der Hand ein bisschen nacharbeiten. So, hier komme ich jetzt zum Knoten hin. Das heißt, ich fummel mir das jetzt wieder hier raus. Und irgendwann habe ich ja das Gedrehte, da kann ich dann nicht mehr weiter nähen. Und jetzt nähe ich so nah wie möglich an das Gedrehte ran. Also hier fühle ich das jetzt und ich versuche jetzt das Ganze hier auslaufen zu lassen, hier vorne. Also hier vorne an dem Knoten, dass ich mir jetzt auch keine Falte reinnähe. Und sonst höre ich einfach vorher auf und arbeite mich dann Stück für Stück noch mal ein bisschen nach. Also ich lasse es dann hier vorne so auslaufen, so leicht im Bogen. Und wenn ich das jetzt von der rechten Seite aus sehe, dann habe ich jetzt hier meinen Knoten, der hier rauskommt. Also ein kleines Löchlein brauche ich ja, nur es darf nicht zu groß werden. Und gegebenenfalls, wenn mich das jetzt stört, dann muss ich hier dann mal mit der Hand von innen das Ganze noch schließen. So, jetzt habe ich die erste Seite genäht. Und jetzt nähe ich die zweite Seite. Auch hier starte ich wieder an der hinteren Mitte. Ich finde es angenehmer, von hinten aus nach vorne zu nähen. Jetzt liegt der Schalkragen logischerweise oben. So, und auch hier wieder die Schulternaht. Trifft dann eben Knipse. So, und dann kann ich auch hier schön über diese kleine Ecke dann nähen. Und ziehe mir das jetzt durch den elastischen Stoff, kann ich mir das einfach schön in Form ziehen. So, und hier habe ich jetzt auch wieder diesen Knoteneffekt. Und auch hier nähe ich so nah wie möglich, eben wie gerade gezeigt, ran. Da muss ich jetzt gucken, dass mir der Stoff unten drunter nicht wegflutscht, ne? Dass ich praktisch den Stoff unten drunter, der ist wichtig, weil das ist ja der, der später außen liegt, der darf mir jetzt nicht wegzupfeln. So, das heißt, gut festhalten und zur Spitze hier abnähen. Und damit ist jetzt dieser Knoteneffekt hier drinnen und das bügele ich jetzt ein. Wie schon gesagt, ich habe hier ein kleines Loch, ne, weil ich muss ja irgendwo das Ganze hier einmal drumherum legen und das kann ich jetzt von außen, wenn mich das stört, hier sonst auch mit ein paar, also mit einem Überwendlichstich hier fixieren und damit ist, jetzt kann ich das Ganze hier noch schön versäubern mit der Overlock. Und damit ist dieser Schalkragen auch schon angenäht. Ja, damit ist dieses wunderschöne Kleid vom Prinzip auch schon fertig. Also einfach keine Angst vor diesem Knoten haben und nichts wie ran an die Nähmaschine.